Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, professionelles Screening mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass so viele Teilnehmer anwesend sind, auch wenn draußen noch die Sonne scheint, zumindest hier in Ratingen. Und ja, heute wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren im Intro, sondern direkt auch mit Mario anfangen. Wenn er mich hören kann und soweit ist, dann übergebe ich den Bildschirm. Ich höre dich laut und deutlich, Nelson. Herzlich willkommen allen, die heute mit dabei sind. Also auch bei uns in Ostwestfalen ist heute schönes Wetter. Ich werde gerade noch mal kurz meinen Bildschirm mit übertragen. Ja, worum geht es heute? Professionelles Screening. In den letzten Wochen und Monaten ist eigentlich immer dieses Thema aufgekommen. Wie finde ich jetzt eigentlich Aktien, Devisen, Indizes und wie kann ich dauerhaft die Märkte schlagen? Ich werde heute zwei verschiedene Ansätze zeigen. Natürlich, weil die Frage vorhin auch schon kam, gibt es natürlich Überschneidungen zu dem Vortrag auch bei den IB Days. Das bleibt gar nicht aus, weil das ist ja auch das Thema Screening gewesen, wird aber auch heute dann auch in die Live-Charts mit reingehen, sodass man da auch einfach sehen kann, welche Ergebnisse kommen denn beim Screening heraus. Also von daher werden wir hier heute uns mit dem Thema beschäftigen. Wie gesagt, Überschneidung gibt es auf jeden Fall. Heiße dann auch alle nochmal recht herzlich willkommen. Bedanke mich bei Nelson, dass ich heute nochmal mit dem Webinar mit dabei sein darf. Mein Name ist Mario Lüttemann und möchte auch gar nicht so viel Zeit jetzt mit mir ja, verschwenden. Wenn Infos haben möchtet über mich, über meinen Werdegang, findet ihr über meine Website www.lüdemann-coaching.de. Okay, Screening ist im Prinzip ein Teil der Handelsvorbereitung und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man das weiß, dass das nicht der wichtigste Punkt ist, aber einer der wichtigsten Punkte. Gehören natürlich noch einige wichtige Faktoren dazu und heute werden wir uns eben mit diesem Thema Screening auseinandersetzen, welche Möglichkeiten gibt es, vor allen Dingen auch kostengünstige Möglichkeiten und wie betreibe ich mein Screening. Was versteht man eigentlich unter Screening? Es kommt aus dem Englischen, heißt Untersuchung, Auslese, Selektion oder auch Überprüfung. Und darum geht es eigentlich auch. Wir möchten im Screening natürlich irgendwie feststellen, ist etwas besser als der Markt oder nicht? Oder warum sollte ich überhaupt screenen? Also wo ist denn überhaupt der Gedankengang dabei, warum möchte ich denn überhaupt screenen? Denn ich höre immer wieder von Tradern, auch von Coaches in den Seminaren, naja, es wäre ja eigentlich viel einfacher, wenn wir nur den Euro-US-Dollar traden oder nur den DAX. Ich meine, der DAX wird ja von sehr, sehr vielen Tradern gehandelt. Und ja, es ist wirklich einfacher und es ist auch viel zeitsparender, nur den Index zu handeln. Es ist auch einfach zu Fuß von A nach B zu gehen, aber schneller ist man mit einem Fahrrad, mit einem Auto oder mit einem Flugzeug, wenn man weitere Strecken hinter sich bringen möchte. Und so ist es auch beim Trading. Wir müssen uns immer vor Augen halten, wenn wir nur den DAX handeln würden, der macht im Durchschnitt eine Performance von etwa 6%. Ja, natürlich unter großen Schwankungen, das ist klar, aber diese 6% Performance könnten wir normalerweise relativ einfach bekommen. Wenn wir jetzt eine Aktien nehmen, die durch unseren Screening-Prozess herausgefiltert wurde, wo wir sehen, wir haben einen sauberen Trend, dann können wir statt dieser 6% 10, 20, 30, 40, ja sogar über 50% Performance machen in der gleichen Zeit. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, was möchten wir? Möchten wir wirklich sagen, ja, ich möchte mit diesen 6%, auch wenn wir da natürlich mehr machen können durch das Trading, das könnten wir aber auch in trendstarken Aktien machen. Also möchte ich lieber einen Wert nehmen, der sich sehr schnell und dynamisch in eine Richtung bewegt, oder möchte ich lieber sagen, naja, ich handle den einfacheren Weg, auch wenn es etwas weniger Performance bringt. Ja, das muss man sich im Vorfeld darüber klar sein. Screening kostet etwas Zeit, gerade wenn man es von Hand macht, aber es schult das Auge und wir können eine doch recht hohe Outperformance zum Markt erreichen. Und das ist, glaube ich, das, was wir ja alle wollen. Wir möchten ja unsere Zeit möglichst gut bezahlt bekommen im Trading. Und da ist Screening natürlich ein Schlüssel dazu, hier in relativ kurzer Zeit sehr viel Performance aus den Märkten herausholen zu können.
Vor allen Dingen ist es eben wichtig, dass wir wissen im Screening, es muss systematisch sein. Also wir müssen immer die gleichen Parameter wählen, zumindest wenn wir erstmal wissen, was wir suchen. Am Anfang muss man natürlich erstmal schauen, worauf kommt es denn überhaupt an, wo möchten wir unseren Schwerpunkt legen, suchen wir eher Aktien, die bedächtig, aber konsequent nach oben laufen, oder möchten wir eher Werte haben, die vielleicht sehr schnell steigen, wo wir auch intraday sehr gute Trades drinnen machen können. Da werde ich auch gleich noch das ein oder andere zu sagen. Aber darüber müssen wir uns natürlich im Vorfeld klar sein, damit wir überhaupt wissen, wonach suchen wir denn überhaupt. Das ist ja so ähnlich, als wenn wir ein Auto kaufen, dann selektieren wir ja auch erst den Markt. Dann wissen wir auch, okay, wir möchten vielleicht einen Opel kaufen, einen VW, wir möchten einen Sportwagen, einen SUV, wie auch immer. Das heißt, wir machen uns erstmal ein Bild, was wir haben möchten, und werden dann versuchen, den Rahmen immer enger zu ziehen. Und das müssen wir beim Screening auch machen. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten in einem Aufwärtstrend eher Aktien haben oder Indizes oder Devisenpaare, die sehr trendstark sind, dann haben wir ja schon mal zwei Parameter, nach denen wir suchen müssen. Erstmal, es muss stärker sein als vielleicht die anderen Indizes, Devisen oder Aktien, und es sollte auch noch womöglich ein Trend vorhanden sein, was ja für uns als Markttechniker oder für mich als Markttechniker ein wichtiges Indiz ist. Das heißt, es muss auf jeden Fall ein systemisches Vorgehen da sein, und wir werden bestimmte Elemente dann herausfiltern wollen. Ja, was hat das Ganze jetzt mit dem Trading zu tun? Ist relativ einfach, denn erstmal brauchen wir halt eine Basis, wo wir sagen, das sind jetzt die Top 5 Indizes, Devisenpaare, was auch immer, Aktien, die wir hier handeln möchten. Und zwar sollten sie ein Potenzial haben, das stärker ist als der Gesamtmarkt. Denn wenn das nicht das Ergebnis ist eines Screening-Prozesses, naja, dann haben natürlich alle die Recht, die sagen, dann kann ich auch den Index handeln, weil dann bin ich halt mit den 6% zufrieden, die der Index im Durchschnitt macht, und dann ist es gut. Ja, also da müssen wir uns einfach klar sein, was möchten wir hier eigentlich? Es geht einfach darum zu schauen, kann ich einen Filter setzen auf diese Hunderten, die Tausenden von Aktien, die es ja gibt, um dann die herauszupicken, die wirklich auch das größte Momentum versprechen, die größten Chancen für mich als Trader, hier wirklich das meiste aus dem Markt herauszuholen. Dazu kommt ja noch, dass diese Werte, die besonders trendstark sind, auch viel seltener das Problem mit sich bringen, dass wir hier ausgestoppt werden. Denn wenn ein Wert sehr schnell immer wieder auf neue Höhen läuft und gar nicht großartig in die Korrektur hineingeht, naja, dann können wir auch gar nicht so oft ausgestoppt werden. Das heißt also auch, es ist mental viel, viel einfacher für mich und natürlich auch für alle anderen, die im Trading sind, wenn wir in einem Markt unterwegs sind, in dem wir Trefferquoten haben, die durchschnittlich natürlich bei 50% plus X liegen und wir auch nicht so häufig ausgestoppt werden, egal wie groß jetzt der Verlust dann ist, aber jeder Verlust nagt ja auch so ein bisschen an unserem Selbstbewusstsein. Deswegen auch hier wichtig aus meiner Sicht immer darauf zu achten, dass wir hier wirklich innere Stärke sehen, dass wir einfach feststellen können, die Märkte, die wir handeln wollen, sind trendstark, so dass wir unter markttechnischen Gesichtspunkten einfach auch sehr gut unsere Stops nachziehen können, um hier möglichst schnell auch in den Gewinn zu kommen. Worauf kommt es jetzt an? Das eine habe ich schon gesagt, Systematik. Es ist einfach wichtig, dass wir immer die gleichen Parameter anlegen. Wir können natürlich sagen, für die Long-Seite und für die Short-Seite haben wir unterschiedliche Parameter. Wir können auch sagen, wir haben sogar drei verschiedene, nämlich wenn wir Seitwärtsmärkte haben. Dafür haben wir vielleicht nochmal ein drittes, aber ich würde nicht anfangen zu sagen, für den Long-Markt habe ich Parameter XY und wenn es besonders stark ist, nehme ich dieses hier. Also ich würde mich auf zwei, drei Parameter eben festlegen und dann versuchen, das Ganze halt umzusetzen im Trading. Es muss halt feste Kriterien und Regeln geben, nach denen wir hier im Trading vorgehen. Und ein Händler, der jetzt schon länger dabei ist, der macht viele Sachen natürlich auch intuitiv, der sieht auch viele Sachen, wenn er einen Chart sieht, sofort, wo muss ich rein, wo muss ich raus. Aber wenn man gerade so am Anfang ist und vielleicht noch in dieser Phase ist, wo man sich selber noch sucht, noch gar nicht so ganz genau weiß, welches Handelssystem möchte ich denn jetzt traden, welches Screening-Ansätzen möchte ich denn hier vielleicht verwenden, da ist es natürlich besonders wichtig, feste Regeln zu haben, an die man sich hält. Denn ansonsten ist ja ein duplizierbarer Handel überhaupt nicht möglich. Wenn wir keine Regeln haben im Trading, an die wir uns auch halten können, wenn wir anfangen, können wir nicht feststellen, ob das, was wir gemacht haben, Zufall ist. Das heißt, die Gewinne, die hier entstanden sind, oder auch die Verluste, ist es Zufall gewesen oder ist es einfach nur
Pech gewesen? Oder ist es dadurch entstanden, der Gewinn, weil ich alles richtig gemacht habe? Auch mein Handelsjournal sagt mir, okay, immer wenn ich in der Vergangenheit dieses oder jenes gemacht habe, führt das zum Erfolg. Das sind sicherlich ganz wichtige Faktoren, die beim Screening halt es zu berücksichtigen gilt. Ja, warum betreiben wir überhaupt Screening? Der wichtigste Grund ist einfach den, den ich eingangs schon gesagt habe, wir möchten natürlich Performance machen. Ja, und es gibt mehrere Möglichkeiten, Performance zu machen. Die einfachste ist im Endeffekt eine Buy-and-Hold-Strategie zu fahren auf einen Index, weil dann haben wir auf jeden Fall eine Performance von durchschnittlich ungefähr 6%. So. Und deswegen kann ich auch immer nie verstehen, warum es so viele Trader am Anfang gibt, die sagen, ich muss unbedingt Daytrading machen und ich verliere dabei viel Geld. Warum kann man nicht erstmal sagen, ich nehme erstmal einen gewissen Teil des Geldes, das lege ich erstmal konservativ wegen meiner in einem Index an und fange dann langsam mit dem Trading an. Und dann aus diesem heraus, dann wollen wir natürlich versuchen, mehr als diese 6 oder 8% Performance zu erreichen. So. Und wenn wir das schaffen, dann können wir natürlich immer mehr von unserem Kapital auch nehmen und sagen, okay, das baue ich jetzt ein in mein Trading. Die Outperformance, die man halt erreichen kann in Aktien, ist oder kann exorbitant sein. Also ich möchte ein einfaches Beispiel bringen. Der DAX hat sich in diesem Jahr vom Jahresanfang bis jetzt kaum bewegt. Wir sind zwar natürlich nach oben gelaufen, nach unten, aber wenn wir schauen, wo waren wir am 1. Januar und wo sind wir heute, hat sich nicht viel getan. Wenn wir auf Einzelwerte gehen, die im Screener Woche für Woche auch auftauchen, je nachdem, welchen Screening-Ansatz wir verfolgen, alle unter euch, die regelmäßig bei Facebook bei mir mal vorbeischauen, die wissen es ja. Ich habe zum Beispiel im deutschen Markt eine Aktie seit dem ersten Handelstag dieses Jahres drin. Das ist die Adidas-Aktie. Hat über 70% Performance gemacht, befindet sich auch jetzt wieder am Jahreshoch. Ähnlich ist es mit Aktien, die sehr, sehr schwach sind. Eine E.ON-Aktie am Jahrestief. Also wenn wir Stärke oder Schwäche kaufen bzw. verkaufen, können wir eine extrem hohe Performance bekommen. Und da ist es jetzt erstmal unabhängig davon, mit welchem Handelssetup wir agieren. Ja, auch das ist etwas, was sehr häufig überbewertet wird, das Setup. Natürlich brauchen wir ein Handelssetup und wir brauchen auch einen Handelsplan, ganz außer Frage. Aber wenn wir erstmal die richtigen Werte haben, wo Dynamik drin ist, dann ist es fast egal, ob man jetzt markttechnisch da reingeht oder ob man das unter Fibonacci-Gesichtspunkten sich anschaut, ob man am Hoch kauft, ob man in der Korrektur kauft. Das ist dann nachher Feintuning. Wichtig ist erstmal, dass man weiß, wo spielt denn jetzt überhaupt die Musik? Wo läuft die Party? Wo kann ich das Geld verdienen? Ja, und Einzelwerte sind tatsächlich volatiler zum Teil, nicht unbedingt, also das kann man nicht so pauschal sagen. Wichtig ist, dass Einzeltitel häufig dazu neigen, entweder sehr viel stärker oder sehr viel schwächer zu sein als der Markt. Und dann gibt es eine breite Masse an Aktien, die verhalten sich genau wie der Index. Und die wollen wir natürlich nicht handeln, weil dann könnte man natürlich auch den Index direkt handeln. Also da müssen wir immer schauen, was ist wesentlich stärker und was ist wesentlich schwächer. Und darauf kommt es dann eigentlich im Screening an, dass wir diese Werte herausfiltern und wir werden heute einfach mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es dort, was gibt es auch für kostenfreie Möglichkeiten, hier dieses Thema voranzutreiben. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten des Screenings. Das eine ist etwas, was ich seit 15 Jahren mache, das ist das manuelle Screening. Das heißt, ich habe 2001 angefangen mit dem Screening, habe damals wirklich jeden einzelnen Wert in der Tastatur eingegeben, aufgerufen, mir auf Tag angeschaut, auf Stunde. Irgendwann gab es dann mal die Möglichkeit, zwei Zeiteinheiten nebeneinander sich anzuschauen. Heute gibt es ja alle möglichen technischen Finessen, wie man damit umgehen kann. Nichtsdestotrotz habe ich bis letztes Jahr wirklich jede Aktie, die ich trade, vorher mir angeschaut. Das heißt, ich bin durch den kompletten DAX gegangen, was ja noch relativ einfach ist mit 30 Werten, zum Teil durch den MDAX, dann durch den Nasdaq mit 100 Werten und dann der S&P mit 500 Werten. Das ist natürlich ein Zeitaufwand, aber auch hier stellt sich natürlich immer die Frage, wie sieht es mit Aufwand und Ertrag aus? Und wenn ich 4-5 Stunden Zeit aufwenden muss, und das war das, was ich, als ich händisch gescreent habe noch, so der Aufwand, den ich in der Woche hatte, und ich dafür aber 3, 4, 5 Mal so viel Performance mache gegenüber dem Indexhandel, dann ist das, finde ich, ein gutes Investment, vor allen Dingen, wenn das Konto vielleicht etwas größer ist. So. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist natürlich ein automatisches Screening.
Das heißt, eine Software sucht für uns anhand Parameter, die wir festlegen können, die Werte raus, die wir handeln möchten. Das heißt, erstmal brauche ich natürlich ein genaues Bild dessen, was möchte ich denn überhaupt haben, was die Maschine auswirft. Und da schauen wir heute mal, welche Möglichkeiten es da gibt. Beide Seiten, sowohl das manuelle Screening als auch das automatische Screening, haben natürlich Vorteile und natürlich auch Nachteile. Der Vorteil beim manuellen Screening ist natürlich ganz klar, wir können unsere eigene Erfahrung mit einfließen lassen. Das heißt, je mehr Trades wir gesehen haben, je mehr wir gehandelt haben, je mehr Charts wir gesehen haben, desto besser bekommen wir ein Gefühl dafür, wann geht denn überhaupt irgendwo die Post ab, wo ist jetzt Dynamik, wie kann ich das Ganze für mich nutzen, welches Setup muss ich hier draufsetzen, wenn eine Aktie sehr dynamisch ist, wie muss ich damit umgehen, wie komme ich da rein, vor allen Dingen, was für eine Stop-Technik muss ich dann verwenden. Das sind Dinge, die lernt man, wenn wir manuell screenen. Und das ist eine Erfahrungsschatz, das kann man sich ja auch leicht vorstellen. Ich habe das 15 Jahre gemacht, im Durchschnitt in der Woche immer 600 Werte sich angeschaut. Das heißt, man hat also wirklich zigtausende von Aktien gesehen, natürlich häufig dieselben, aber trotzdem, wir sehen einfach ein bestimmtes Bild, was immer wieder kommt, und das habe ich auch heute immer vor Augen, wonach ich im Screening suche. Also in jedem Workshop wir ja gemeinsam auch in den Coachings, und es ist immer dasselbe Bild, was ich vor Augen habe, was ich im Screening suche. Es schult halt extremst das Auge, das ist wie mit allem, was wir machen, alles, was wir öfter gemacht haben, fällt uns mit der Zeit auch leicht, und im Screening ist es auch so, wenn man das erste Mal den Nasdaq von Hand screent, dann braucht man manchmal 2-3 Stunden nur allein für diese 100 Aktien. Wenn man das zweite oder das dritte Mal gemacht hat, wird man feststellen, in der gleichen Zeit schafft man dann plötzlich den S&P 500. Also das ist wirklich nur eine Sache am Anfang, die etwas Zeit kostet, danach ist es wirklich, geht es einem sehr, sehr schnell von der Hand. Ein ganz großer Vorteil von manuellem Screening ist, dass wir Sondersituationen besonders gut erkennen können. Das heißt also, wenn wir eine Aktie haben, die zum Beispiel in einem klaren Aufwärtstrend ist und jetzt plötzlich von heute auf morgen sehr stark fällt. Die fällt heute vielleicht 8 oder 10%, und das ist etwas, was mit manuellem Screening halt sehr einfach auffällt, weil wir ja durch diesen Wert im Endeffekt jedes Mal durchkommen. In einem automatischen Screening kann es gut sein, dass wir solche Situationen gar nicht erkennen. Ob das jetzt wichtig ist, dass wir das erkennen, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber das sehen wir halt, wenn wir von Hand durchsehen. Gutes Beispiel auch, wir haben vor 3 Tagen gehabt, Deutsche Bank, sauberer Abwärtstrend, und plötzlich schießt das Ding nach oben, es explodiert regelrecht, wo man intraday hätte wirklich sehr, sehr gute Trades machen können. Ich hoffe, der ein oder andere von euch ist auch mit dabei gewesen bei dieser Aktie, denn das ist etwas, was man zum Beispiel immer sieht, wenn man manuell screent, wenn man Nachrichten mit da reinbringt. Das sind einfach so Dinge, da macht es auch Spaß, hier zu schauen, hier zu handeln und zu gucken, was geht denn hier, wenn man das macht. Das ist was aus dem Bereich Intraday, aber auch auf Tag und Stunde. Ich möchte daran erinnern, wir haben das vor einem vor einem halben Jahr war das gewesen, dreiviertel Jahr ist es, glaube ich, schon her, mit VW auch so eine Sache, befindet sich in einem sauberen Trend, plötzlich kommt eine schlechte Nachricht und danach fällt ein Wert in einen klaren Abwärtstrend. Noch ein bisschen weiter zurück, wir denken an die Versorger, die eigentlich immer konstant in den Märkten waren und plötzlich will kein Mensch mehr RWE und E.ON haben. Ja, das sieht man natürlich nach einem halben Jahr auch beim automatischen Screening oder auch vielleicht schon nach 3 Monaten. Aber wenn wir von Hand screenen und die Nachricht mit dem Chart zusammenbringen, wir sehen ein Gap von 10% und danach fällt eine Aktie, dann müssen wir uns natürlich fragen, was ist hier passiert und wie kann ich das für mein Trading nutzen. Also das ist ein großer Vorteil des manuellen Screenings. So, wo liegen denn hier die Nachteile? Einer ist auf jeden Fall, den habe ich schon genannt, ist der Zeitaufwand. Ja, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir manuell screenen, Zeit mitbringen. Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, man will den US-Markt screenen, den Nasdaq und vielleicht den S&P 500, dann dauert das natürlich schon seine 3-4 Stunden, bis man das erledigt hat. Aber das muss man ja nicht jeden Tag machen. Ich selber mache das so, dass ich das einmal in der Woche mache, suche mir dann diese Top 10 Werte raus und die handle ich dann im Laufe der Woche, so wie es sich ergibt. Wird natürlich immer mal 1-2 Werte rausfallen, weil das Setup vielleicht nicht mehr darauf passt, oder es kommen mal 1-2 neue dazu, weil es Nachrichten, die Nachrichtenlage sich verändert hat. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier immer so ein Portfolio von etwa
10 Werten. Das machen wir auch im Workshop so, auch da war es so vor 2 Wochen, da haben wir dann von Hand gescreent, dann ist es immer so, wenn wir den Nasdaq screenen und man macht das erste Mal, hat man plötzlich 20, 30 Werte, wo ich immer sage, langsam, wir haben nicht so viel Zeit, sucht euch wirklich die besten Werte aus. Ja? Also wirklich nur die Top-Werte, da wo ihr sagt, so als wenn ihr ein gebrauchtes Auto kaufen wollt oder wie auch immer, sucht das Haar in der Suppe. Ja, das muss man beim Screening auch machen, also immer das Haar in der Suppe suchen und wirklich nur die Top-Werte raussuchen. Wichtig ist, auch ein Nachteil ist, dass man nicht so objektiv ist, wenn man manuell screent. Also man verfällt schon mal ab und an da rein, das kenne ich selber auch, dass es so genannte Lieblingsaktien gibt, zu denen man irgendwann mal so eine Beziehung aufbaut. Das ist nicht schlimm, wenn man das weiß, dass man das hat und auch da sieht, dass es trotzdem einen positiven Ertrag bringt. Wenn man das aber nicht weiß, ist es besser zu versuchen, so objektiv wie es geht an einzelne Werte heranzugehen. Ja, und beim manuellen Screening, ganz wichtig, ich habe es vorhin schon angesprochen, die allermeisten Trader, wenn sie anfangen von Hand zu screenen, bekommen zu viele Aktien beim Screening heraus, wo sie sagen, boah, die sieht gut aus und Apple sieht gut aus und Amazon sieht gut aus und Adobe sieht gut aus und Nvidia sieht gut aus und alle sind auf unserer Liste und plötzlich haben wir 20 Stück, aber das Geld reicht halt nur für 3, 4, 5 Werte. So, und dann haben wir wieder die Qual der Wahl, welche wollen wir davon handeln. Also deswegen wichtig wirklich, am Anfang sofort die Kriterien sehr eng anlegen. Wir wollen wirklich nur das Allerbeste und dann kommt man auch mit dem manuellen Screening sehr schnell an sein Ziel. Vor- und Nachteile des automatischen Screenings. Wir haben vorhin gesagt, das ist ein Nachteil des Screenings von Hand. Hier ist die Objektivität natürlich ein ganz klarer Vorteil, weil ein Computer kennt dieses Problem nicht. Es hat feste Kriterien und die werden dann einfach gehandelt. So, und die werden dann ausgeworfen und wir entscheiden dann, passt unser Setup darauf oder passt es nicht. Das heißt also, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, die Objektivität. Der für mich heute wichtigste Vorteil, ich handle ja jetzt seit etwa einem Jahr mit einem automatischen Screening, ist der geringe Zeitaufwand. Also diese 4 Stunden, die ich früher regelmäßig jede Woche aufwenden musste, die sind heute weg. Ich brauche heute nur den Rechner anzumachen, den Datenfeed anzubinden und dann dauert es wenige Sekunden, bis die Werte dann erscheinen, deren Muster ich suche. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Natürlich kommen dann auch immer noch, je nachdem in welchem Markt ich bin, 8, 10, manchmal 15 Werte raus. Die muss ich mir natürlich noch anschauen, habe ich hier überhaupt einen markttechnischen Trend, so wie ich mir das vorstelle von meinem geistigen Auge. Aber wenn ich das habe, dann brauche ich mir halt nur 10 Werte anschauen, ne? Und nicht 100 oder noch mehr. So, und noch eine, es können halt weniger technische Fehler passieren. Also das ist auch ein großer Vorteil. Also insgesamt, wenn man das Ganze rund betrachtet, gibt es schon sehr, sehr viele Vorteile, die für automatisches Screening heute sprechen. Nachteile ist, wie gesagt, man kriegt wenig Übung oder Erfahrung, um auch zu wissen, wonach suche ich denn jetzt hier eigentlich. Wenn man jetzt schon länger dabei ist und schon genau weiß, wonach man sucht im Screening, dann ist es kein Problem, weil dann haben wir die Erfahrung, ja. Und Erfahrung heißt halt nicht, ich habe 10 Trades gemacht oder 20 oder 50, sondern es ist schon sicherlich gut, 100, 200, 500 Trades, je mehr, desto besser, aber auch vor allen Dingen häufig gescreent zu haben, dass man auch weiß, wonach suche ich denn. Weil wir müssen natürlich Parameter finden, die auch zu uns passen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, es gibt jetzt ein allgemeingültiger Parameter, wo man sagt, das ist es jetzt und jetzt los, die Kohle in den Markt, das wird jetzt funktionieren, weil jeder von uns ist ja etwas anders, jeder von uns tradet auch ein anderes Setup, was ja auch gut ist. Es wäre ja schlimm, wenn wir alle dasselbe handeln würden, dann würden wir ja meistens nicht in den Trade hineinkommen, ohne dass wir sehr viel Slippage bezahlen müssen. Also von daher ist es natürlich schon wichtig, dass wir genau wissen, wenn wir einen Wert haben, der sieht für uns interessant aus, aber das nächste ist natürlich dann für uns, welches Setup sollen wir draufsetzen. Sondersituationen werden nicht gesehen oder nicht erfasst beim automatischen Screening. Das ist ein Problem des automatischen Screenings. Ich habe ja vorhin schon 2, 3 Beispiele angesprochen, ob das mit VW war, ob das mit der Deutschen Bank war, wenn man das Intraday handeln wollte.
man sieht es halt erst sehr spät. Also im Regelfall vergehen da häufig 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, bevor man überhaupt darauf aufmerksam wird, wenn man automatisch screent. Ich sage mal, im deutschen Markt wird man noch relativ schnell darauf aufmerksam, weil wir verfolgen ja hier vielleicht Nachrichten, schauen mal, was hier passiert. Der ein oder andere arbeitet vielleicht auch bei dem Konzern oder ein Bekannter. Daher kriegt man das mit, wenn es dem besonders gut oder besonders schlecht geht. Bei den amerikanischen Unternehmen ist es halt schwierig, weil das ist ein großes Feld. Da gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende von Aktien, die fürs Trading in Frage kommen, und da immer up-to-date zu sein und zu wissen, wo ist jetzt wirklich was, ist relativ schwierig. Das heißt, solche Sondersituationen können uns hier dann schon mal abhanden kommen. Da müssen wir einfach schauen, was ist jetzt für uns eigentlich jetzt der wichtigere Punkt? Ist es eher die Zeitersparnis oder ist es wirklich jeden Wert zu finden, wo es sich lohnt, ein Trade zu machen. Das muss man auch für sich klar machen. Wenn ich jede Woche sowieso 5 oder 10 Werte finde mit automatischem Screening, da kann ich natürlich manchmal sagen, okay, dann ist dieser eine Wert vielleicht nicht so wichtig. Man kann auch hingehen und sagen, zusätzlich schaut man sich einfach die Nachrichten zu den einzelnen Werten an, was ich auch immer mache, jeden Tag, bevor ich anfange zu handeln. Ich sagte ja, Eingangshandelsvorbereitung ist ein ganz wichtiger Punkt und Screening ist halt nur ein Teil dieser Handelsvorbereitung. Okay, dann komme ich jetzt einfach mal zu einer Seite, die aus meiner Sicht für den amerikanischen Markt eigentlich eine der Top-Seiten ist, was das Screening angeht, wo wir eine sehr gute Übersicht auch bekommen über die Märkte. Wie sieht der Markt heute aus? In welchen Branchen läuft im Moment wirklich was? Wo wird im Prinzip die Party momentan gefeiert und wo sollten wir uns engagieren? Das Screening über Finviz erleichtert uns natürlich das Gesamte. Denn wie gesagt, wenn wir es von Hand machen, ist es sehr zeitaufwendig. Wenn wir es über eine Seite wie Finviz machen, ist es wirklich wesentlich schneller, weil wir können hier einmal die Parameter eingeben, die wir brauchen, die wir suchen für unser Trading, und dann schmeißt das System uns die Werte heraus, die für uns interessant sein können. Wichtig ist im Endeffekt nur, dass wir uns vorher natürlich Gedanken machen müssen, welche Parameter brauchen wir. Und das kriegt man eigentlich wieder nur raus, wenn man selber eben handelt oder zumindest sehr viel screent, damit man überhaupt weiß, wie sehen denn überhaupt die Aktien aus, die besonders stark sind, die immer wieder steigen von einem Jahreshoch aufs nächste, und welche Aktien fallen von einem Jahrestief aufs nächste. Und wenn wir diese Parameter haben für uns, dann können wir die eingeben und dann können wir das Ganze auch für uns nutzen. Ich zeige das jetzt kurz auf 1, 2 Folien, würde dann auch gleich nochmal kurz in dem in Finviz hineingehen, damit wir das Ganze auch vielleicht mal einmal uns genauer anschauen können. Also hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist halt der Screener, der eben super ist, und hier gibt es auch noch so eine sogenannte Map. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache, komme ich gleich noch drauf, wo die Vorteile davon liegen. Wenn wir in den Screener hineingehen, dann können wir hier zum Beispiel verschiedene Möglichkeiten anklicken, die uns interessieren. Sind wir eher jemand, der vielleicht fundamental unterwegs ist und sagt, naja, wir wollen halt nur Aktien haben, die fundamental sehr stark sind, die eine Dividende haben, die jedes Jahr gezahlt wird, die womöglich auch jedes Jahr steigend ist. Das ist ja auf jeden Fall ein positiver Aspekt, zumindest für die Trader, die auch tatsächlich kontinuierlich Dividenden haben möchten. Das macht ja durchaus Sinn, so eine sogenannte Dividendenstrategie zu fahren. Sind nicht unbedingt die Aktien, die immer sehr stark performen, aber es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, kontinuierlich Geld aus den Märkten zu ziehen. Und es geht heute ja nicht darum, was ist besser oder schlechter, das kann man sowieso schwer sagen, sondern einfach, welche Ansätze versprechen denn überhaupt, kontinuierlich Geld aus den Märkten zu generieren. Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, ein Großteil der Trader tut sich extremst schwer, diesen Schritt in die Profitabilität beziehungsweise über das, was man mit einer Buy-and-Hold-Strategie, diese 6 bis 8% kontinuierlich zu erwirtschaften. Und deswegen ist es aus meiner Sicht halt so wichtig, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen, was ist wichtig, woran können wir erkennen, welche Märkte wirklich stark sind und welche Parameter haben diese. Und die können wir häufig aus der technischen Seite auch festlegen. Deswegen macht es aus meiner Sicht hier auf jeden Fall viel Sinn, hier auf den Bereich Technik zu gehen.
So, und hier habe ich jetzt mal zwei, drei Beispiele, woran man das zum Beispiel schon mal eine gute Selektion machen kann. Zum Beispiel in meinen Wochenausblicken sage ich ja schon seit einiger Zeit, zum Beispiel der Nasdaq ist viel stärker als das der S&P ist. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So, das heißt, ich würde jetzt eher nach dem Nasdaq selektieren. Ich selektiere nach Werten, die eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Marktkapitalisierung. Das hat eben mehrere Gründe, warum die Marktkapitalisierung eben sehr wichtig ist. Wir möchten ja keine Aktien haben, wo wir immer hohe Slippage kassieren und solche Dinge. Wichtig ist natürlich, dass wir auch ein bestimmtes Volumen haben in der Aktie. Auch das hat was mit Slippage zu tun, aber auch, ob überhaupt Interesse von anderen Marktteilnehmern da ist an dieser Aktie. Ja, und für mich auch wichtig ist zum Beispiel der Preis, also wie teuer ist eine Aktie. Das ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, eine Aktie zu kaufen oder eine Aktie nicht zu kaufen. Ich kaufe lieber eine Aktie, die 100 Dollar kostet, als eine Aktie, die 1 Dollar kostet. Ja, es gibt mehrere Gründe auch dafür. Ein Grund ist zum Beispiel die Ordergebühr, weil bei den allermeisten Brokern wird in den USA Aktien nach Stückzahl bezahlt. So, und wenn ich eine Aktie habe, die 100 Mal so teuer ist oder nur 1% von der anderen Aktie kostet, dann muss ich halt auch entsprechend mehr Ordergebühren bezahlen. Also das ist ein Faktor. Es gibt noch viele weitere, warum der Preis mit ein entscheidender Faktor im Trading sein sollte. So, dann ist natürlich sicherlich noch interessant, wenn ich eine Aktie trade, möchte die in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend sich befindet, naja, ist die denn oberhalb oder unterhalb eines gleitenden Durchschnitts? Also das ist ein Faktor, den kann man nehmen, muss man nicht, muss ja sowieso jeder selber wissen, woran er sich orientieren mag, aber man kann schon feststellen, dass Werte, die auf der Long-Seite, die wir handeln möchten, trendstark sind, dass die sich häufig oberhalb des 200er EMA befinden. Das heißt nicht, dass alle Aktien, die stark sind, immer oberhalb sind, aber die meisten Aktien. So, und wir handeln halt immer beim Trading mit Wahrscheinlichkeiten, weil wir werden, Trading ist ja ein Spiel von unvollständigen Informationen und darüber müssen wir uns klar sein. Und wir müssen einfach schauen, immer, wo haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit, dass etwas funktioniert. So, und das nutze ich dann einfach im Handel. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt einfach mal kurz den Browser auf. So, habe ich schon mal auch kurz hier vorbereitet. Also hier bei finvis.com sehen wir schon, wir haben hier wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, bestimmt nach bestimmten Dingen zu suchen. Wir bekommen hier sehr schnell einmal einen Überblick über den Markt von heute. Das ist ja sicherlich für den einen oder anderen auch immer ganz wichtig. Auch, wie sieht es aus, Gewinner zu Verlierern? Könnte man eigenes Seminar zu machen, den ganzen Tag darüber sprechen, wie weit oder wie wichtig das ist, zu schauen, wie ist das Verhältnis zwischen Gewinnern und Verlierern, das Verhältnis zwischen neuen Jahreshochs und neuen Tiefs. Darüber kann man sehr viel über die Qualität des Marktes, über den Trend und sonstige Dinge sagen. Und was natürlich auch sehr schön ist, das ist diese Map, die hier an der Seite ist. Wenn man draufklickt, dann sieht das Ganze dann so aus. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich ein großes Bild. Und jetzt sind hier zum Beispiel alle Werte des S&P 500 drin. So, und jetzt haben wir mit dieser Map natürlich recht einfach die Möglichkeit zu schauen, welche Branchen sind denn jetzt besonders stark. Vor allen Dingen, wenn wir das jeden Tag machen, bekommen wir sehr schnell auch eine Übersicht darüber, welche Branchen denn hier tatsächlich immer wieder gespielt werden, Tag für Tag. Und man kann anhand der verschiedenen Farben eben erkennen, wie stark eine Aktie ist. Also je heller zum Beispiel hier, sehen wir schon, die Aktie ist zum Beispiel 3% im Plus. So, und wenn wir sehen, dieser Bereich ist seit Tagen oder Wochen halt eher longlastig. So, und dann haben wir vielleicht einen anderen Bereich, wo wir sagen, ja, der ist eher shortlastig. Nein, dann ist auch klar, dass wir in einem Aufwärtstrend doch eher nach Bereichen suchen, wo wir Geld verdienen können, so wie hier zum Beispiel. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Screening. Es gibt ja sowas wie Branchenrotation. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist ja nicht so, dass alle Werte immer gleich steigen, in dem gleichen Tempo unterwegs sind, sondern es ist einfach so, es gibt einfach mal Phasen, da sind Technologiewerte besonders stark. Das ist eine Phase, die wir im Moment haben. Also im Moment haben wir sehr viele Technologiewerte, die sich auf Jahreshochs befinden und es macht auch wirklich durchaus Sinn, hier gerade in diesen Werten hier besonders aktiv zu sein. Wir sehen aber auch, dass es zum Beispiel die Konsumwerte hier, zumindest erstmal auf dem heutigen Tag gesehen, nicht so interessant sind. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt auf einen längeren Zeitraum anschauen würden, würden wir auch feststellen, okay, Konsum ist gerade nicht so gefragt wie zum Beispiel Technologiewerte. Und das führt dann dazu, dass ich persönlich eben sehr viel
momentan in Technologiewerten unterwegs bin und gar nicht so in der breiten Masse des S&Ps, weil alle, die regelmäßig meinen Wochenausblick verfolgen, die wissen das ja, dass ich im Moment wirklich viel mehr in Technologiewerte gehe und da auch tatsächlich dann eher in die Werte, die momentan wirklich extrem stark sind, das heißt, die wirklich von Jahreshoch zu Jahreshoch wandern, weil wir hier einfach momentan die besten Gewinnmöglichkeiten. Wie gesagt, man kann hier dann ganz einfach auf den Screener gehen und hier habt ihr dann wirklich die Möglichkeit, wirklich alles das einzustellen, was euch hier wirklich interessiert. Alle möglichen Faktoren, ob Sektoren, wie auch immer, fundamentale Daten, die uns interessieren, können wir hier einstellen. Also das ist wirklich riesengroß, die Bandbreite. Jemand, der sagt, da fundamental interessiert mich überhaupt nicht, ich bin auch nicht so der richtige Fundamentalist, zumindest nicht in dieser Marktphase, in der wir uns momentan befinden. Sieht in Abwärtstrends etwas anders aus, aber prinzipiell, wenn man nach verschiedenen technischen Geschichten geht, ist man eigentlich schon immer sehr, sehr gut dabei beim Screening. Okay. Beispiele für automatisches Screening. Wir haben es ja gerade jetzt gesehen, also mit Finvis kann man eben viele Dinge machen. Ich selber habe Finvis nur eine recht kurze Zeit für mich genutzt, weil ich sehr schnell dann auf andere Systeme übergegangen bin, die noch schneller sind. In den letzten 2 Jahren zum Beispiel arbeite ich mit dem Agena Trader, der für mich als Aktienhändler, ich mache ja 90% meiner Trades im Aktienbereich, 10% ist der Handel von Indizes und Devisen in etwa und Rohstoffe trade ich so gut wie gar nicht. Also das ist wirklich ein ganz geringer Teil. Ich glaube, der liegt unter 1%. Bei mir sind wirklich nur Sondersituationen, die ich hier handle. Was ich mache, ist Rohstoffe tatsächlich physisch kaufen, also Gold und Silber, wenn die Preise sehr stark zurückkommen. Aber das sehe ich eher als Investment. Das hat mit Trading an sich nichts zu tun. Also der reine Trading-Bereich ist wirklich bei mir der, wo ich die höchste Outperformance für mich persönlich erreichen kann, ist halt im Aktienbereich und da ist der Agena Trader für mich auch erste Wahl. Das wisst ihr ja auch, wenn ihr meinen Wochenausblick oder auch bei Facebook regelmäßig vorbeischaut. Hier sind ja alle Charts immer auch den Agena Trader. Beim automatischen Screening ist es so, ob ich jetzt von Hand screene oder automatisch, spielt erstmal keine Rolle. Das Erste, was ich halt immer mache, ist mir die Indizes anschauen. Ich schaue immer, bin ich in einem Aufwärtstrend, in einem Abwärtstrend, in einem Seitwärtsmarkt. Und dieses Foto oder dieses Screenshot haben wir vor 2 Wochen aufgenommen. Das war zu den IB Days. Da waren wir halt im Nasdaq schon in einem Aufwärtstrend. Man konnte hier wirklich sehr schön die Aufwärtsbewegung sehen, von 4160 hoch bis 4800. Das sind ungefähr 700 Punkte gewesen oder anders ausgedrückt ungefähr 15%, die wir hier gemacht haben. Das ist natürlich also klarer Trend nach oben. Das erkennt man auch hier ganz gut. Wir sind hier oberhalb der gleitenden Durchschnitte. Also ist wirklich sehr, sehr stark. Also da lohnt es sich dann auf jeden Fall, hier drauf zu schauen. Und wir schauen auch gleich auf die aktuelle Situation. Und wenn ich jetzt einen Screener verwende hier im Agena Trader, ist es wirklich so, genauso in diesem Tempo geht es jetzt auch, wie ich das jetzt mache. Ich mache den einfach an, mache die Anbindung dann an den Datenfeed, den man hat. Und dann geht das zack, zack, zack. Und dann hat man die Werte, die einen interessieren. Und die jetzt zum Beispiel hier doppelt aufleuchten, grün sind halt die Werte, die für mich jetzt erstmal in der derzeitigen Marktsituation interessant sind. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie sich das Ganze dann jetzt zum Beispiel im Agena Trader darstellt. Wie gesagt, immer erst der Blick auf die großen Indizes, so wie wir es im Wochenausblick auch machen, also auch hier dann tatsächlich hier erstmal der S&P und hier kann man zum Beispiel eins sofort feststellen, vielleicht muss der eine oder andere einen Moment länger schauen, vor allen Dingen, wenn er nicht den Wochenausblick von mir immer verfolgt, aber wir sehen hier, wir haben hier zum einen eine Phase, wo die Märkte hier sehr lange seitwärts gelaufen sind, also hier in diesem Bereich, wo die Märkte hier über 6 Wochen sich in einer Seitwärtsphase befunden haben, sind hier einmal kurz nach unten rausgeschossen, ein paar Punkte, aber im Regel, wenn wir uns das anschauen, von Anfang Juli bis in den September hinein, haben wir wirklich einen Seitwärtsmarkt gesehen. Und das sieht jetzt, kann man sagen, ja, das ist ja eine breite Spanne, aber wenn wir mal ein bisschen genauer hinschauen, es sind 40 Punkte. Ja, oder 45 Punkte. Das heißt, wir befinden uns hier in einer Spanne von 2%. Und wenn man jetzt nur ausschließlich den Index handelt, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie schwer es ist, hier jeden Tag eine gute Performance herauszuholen.
Also ich ziehe wirklich den Hut vor Tradern, die schaffen dann noch im Minutenchart, im Tickchart hier regelmäßig noch Gewinne herauszuholen, weil das sind wirklich dann die Top-Trader, die es dann schaffen, intraday hier im Index dann regelmäßig auch ihr Geld herauszuholen. Diese Trader gibt es. Ich kenne auch einige davon, die im Daytrading, im Intraday-Handel, im Tickchart oder auch im Minutenchart kontinuierlich Gewinne herausziehen. Aber es ist hartes Brot. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich möchte hier keine Statistiken anführen, die einen abschrecken, aber es ist halt wirklich so, hier wird wirklich auch viel Geld liegen gelassen oder auch zum Teil verbrannt, weil in diesen Seitwärtsphasen wird dann einfach gehandelt, obwohl die Märkte hier eigentlich überhaupt nichts hergeben. So, dann haben wir hier einen starken Abverkauf einen Tag gesehen, Reversal. Was wir jetzt sehen, ist eigentlich auch recht einfach. Ich bin nicht so der wahnsinnige große Freund von Chartformation. Nichtsdestotrotz kann man hier relativ einfach erkennen, dass die Handelsspanne, es geht jetzt gar nicht darum, dass es jetzt ein Dreieck ist oder Wimpel oder wie auch immer, sondern dass wir hier sehen können, die Handelsspanne wird hier immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. So, und wenn wir jetzt hier in dieser Handelsspanne uns das anschauen, wir haben hier vorhin gesagt, hier haben wir 2% Handelsspanne gehabt, hier haben wir jetzt eine Handelsspanne, die etwa 1% groß ist, nach oben und nach unten. Wenn wir hier jetzt wieder versuchen zu handeln, Trades aufzumachen, ja, was wird denn die Folge davon sein? Wir werden hier relativ häufig ausgestoppt werden, gerade intraday, weil der Markt jeden Tag dreht. Das sehen wir ja auch hier. Positiver Tag, zwei negative, zwei positive, ein negativ. Jetzt wird es immer schwieriger. Die Handelsspanne wird immer kleiner. Ein positiver Tag mit einer hohen Vola. Das heißt, es ist egal, wie man hier rangeht. Es ist extrem schwer zu handeln. Jetzt werden die Kerzen immer kleiner. Es ist im Trading dann wirklich sehr, sehr schwierig. Und deswegen möchte ich wirklich alle dafür sensibilisieren, einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen, einfach stattdessen auf Aktien den Blick zu setzen, die nicht in diesen Phasen sind. Natürlich gibt es auch Aktien, die in diesen Phasen sind, aber die müssen wir ja nicht handeln. Ja, also wir können hier jeden Tag im Prinzip ein anderes Produkt nehmen, eine andere Aktie, mit der es viel, viel einfacher ist, hier zu handeln. Solange wir hier in dieser Phase sind, macht es halt wenig Sinn, hier in so einem Index rumzutun, weil letztendlich heißt es ja nichts anderes, dass auch die allermeisten Aktien hier in einer solchen Phase sind. Natürlich wird der Markt hier irgendwann ausbrechen und dann werden wir wieder eine Dynamik bekommen, genau wie wir das hier gesehen haben, aber solange wir hier drinnen sind, macht es erstmal keinen Sinn. Und wenn wir sagen, naja, das halten wir schon aus, hier nicht zu traden, die meisten tun sich schwer, wenn sie 10 Tage lang nicht handeln sollen. So, kommen wir zu dem anderen amerikanischen Markt, dem Nasdaq, den wir vorhin schon angesprochen haben. Hier, wie gesagt, sehen wir wirklich einen sehr schönen Aufwärtstrend und wir befinden uns hier nahe des Jahreshochs. Ja, und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt und das sieht man eben auch in den Aktien. Ich werde jetzt gleich den Screener aufmachen, dass wir auch hier sehen, dass wir sehr, sehr viele Aktien haben, die hier tatsächlich auf Allzeithochs oder auf zumindest auf Jahreshochs sind. Und was mit diesen Werten dann passiert, kann man relativ einfach sehen, wenn wir jetzt hier den Screener aufmachen. Wie gesagt, für die Long-Seite suche ich momentan halt die Werte, die so in einem Doppelgrün sich befinden und da haben wir zum Beispiel die Amazon-Aktien. Die Amazon-Aktie habe ich schon letzte Woche schon vorgestellt gehabt, auch bei mir bei Facebook, weil ich hier auch einen Trade drin hatte, der ist gestern allerdings ausgestoppt worden auf Stundenbasis hier an dem Tag. Und, aber wir haben hier wirklich eine sehr, sehr schöne Aufwärtsbewegung. Ja, wir haben gesehen, der Nasdaq befindet sich seit einer Woche keine große Handelsspanne, aber solche Aktien hier sehen wir innerhalb kürzester Zeit hier 5% einfach mal nach oben gemacht, innerhalb von einer Woche. Das sind genau die Aktien, die wir ja suchen im Trading. Ja, eine Autodesk, auch hier ein ganz klarer Aufwärtstrend, was ja auch unter markttechnischen Gesichtspunkten für uns immer wichtig ist, wenn wir uns das Ganze hier halt anschauen. Wie verhält sich so ein Wert? Ja, wir sehen hier starke Bewegung nach oben, kurze Korrektur, Markt schiebt wieder nach oben, jetzt ist die Korrektur sogar noch kleiner geworden, wir sehen, Korrekturen verlaufen gerade mal bis an den P2, wenn überhaupt, bevor sie wieder sich aufmachen, neue Hochs zu machen. Das ist ja genau das, was für uns als Trader interessant ist, weil wenn wir jetzt hier auf Tagesbasis agieren würden, brauchen wir halt keine Angst, um unsere Stops zu haben. Und wenn wir jetzt auf Stunde oder Intraday unterwegs sind, naja, dann wird das gleiche Bild natürlich auch sehen, denn wenn Dynamik da ist auf Tagesbasis, wo wir sehen, boah, hier macht eine Aktie an einem Tag 5% Performance, naja, das muss ja Intraday mit engen Stops noch viel besser zu handeln sein. So, eBay, da sehen wir jetzt zum Beispiel auch hier sehr starker Trend, allerdings im Moment eher in so einer Korrekturphase. Da sieht man dann eben auch, dass ein
das automatische Screening-System natürlich auch Werte herausfiltert, die zwar sehr stark sind prinzipiell, aber sich jetzt auch momentan eben in einem nicht dynamischen Marktumfeld befinden und wo dann unsere Entscheidung ist, wollen wir es traden oder wollen wir es nicht traden. Und ich habe die Aktie auch extra drin gelassen, weil das eben der automatische Screening-Prozess ist, damit man auch sieht, nicht jede Aktie wird automatisch zu 100% zu einem Volltreffer, wenn sie herausgefiltert wird, aber eben sehr, sehr viele Werte. Und ein gutes Beispiel kann ich ruhig bringen, das ist aus dem gestrigen Coaching gewesen. Ist ein Teilnehmer, der auch beim Workshop vor 2 Wochen war, der jetzt auch im Moment in der Coaching-Phase bei mir ist. Der hat zum Beispiel in den letzten 14 Tagen, der Nelson kennt ihn auch, ein Kunde, der mit dabei war, der hat in den letzten 14 Tagen alleine durchs Screening über 10% Performance gemacht. Also hat wirklich nur 3, 4 gute Werte rausgefiltert. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch hier kann man wirklich immer schön sehen, auch hier ganz klare Trends. Die Märkte ziehen hier einfach nach oben. Und das ist genau das, was ich natürlich suche im Trading. Einfach Werte, die kontinuierlich Stärke aufzeigen. Und da möchte ich natürlich gerne handeln. Und der große Vorteil, wie gesagt, für mich, ich muss nicht mehr alle Aktien mehr antworten. Ich muss mir nicht 100 Werte anschauen, sondern es sind vielleicht noch 8 oder 10 Werte, auf die ich eben schauen muss. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Short-Seite. Wenn ich jetzt die Short-Seite lieber handeln würde, naja, dann schaue ich dann eben, welche Werte sind dort. Ob das jetzt sinnig ist, in einem Aufwärtstrend unbedingt Aktien zu handeln, die auf der Short-Seite sind, ist ein eigenes Thema, könnte man auch einen ganzen Tag darüber sprechen, wann macht es Sinn und wann macht es keinen Sinn. Aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, hier aktiv zu sein. Okay, sind hier jetzt schon ziemlich weit mit dem Ganzen gekommen, von der Uhrzeit her sind schon 7:15, möchte aber trotzdem noch den Kreis hier so ein bisschen schließen. Wichtig ist also, Screening beantwortet dem Trader 2 Fragen. Wann und wo wollen wir denn eigentlich im Markt agieren? Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, wo man einfach schauen muss, also wann möchte ich in einem Markt sein? Ja, klar, wenn ich einen Trend habe. Logisch, ich möchte dann da sein, wenn wirklich auch Power ist und nicht wie jetzt zum Beispiel im S&P, wo der Markt seitwärts läuft. Naja, und wo, das zeigt mir, ob ich jetzt von Hand screene oder das automatische Screening benutze, das zeigt mir dann eben diese Art des Screenings, wenn ich herangehe. Der nächste Schritt ist dann eben das Setup, mein Handelsplan, den ich dann habe, welche Stop-Technik und. Das sind eben Dinge, die dann dazukommen. Ich selber benutze für mein Screening ein sogenanntes 6-Phasen-Modell, was ich vor gut 10 Jahren entwickelt habe. Da geht es einfach darum zu schauen, wo habe ich Märkte, die, egal ob Indizes, Devisen, Aktien, die sich in einem Trend befinden. Und es gibt halt Aufwärtstrend und Abwärtstrend und inzwischen gibt es eine Menge Mist. Entschuldigt den Ausdruck, aber es ist wirklich so, es gibt so Seitwärtsphasen, da kann man eigentlich kaum Geld verdienen. Und das sind eben die Phasen, die ich dann versuche, einfach hier rauszufiltern. Angelehnt ist das Ganze im Prinzip an etwas, was der ein oder andere vielleicht auch aus seinem BWL-Studium kennt, aus den verschiedenen Phasen, wie zum Beispiel ein Zyklus sich befindet in einem Unternehmen auch. Wir haben Phasen, da läuft es besonders gut, diese Expansion, die wir haben, dann diesen Boom, den wir dann sehen, das sehen wir auch in den Aktienmärkten, wenn die wirklich nach oben schnellen, den größten Boom, den ich je erlebt habe. Das war ziemlich am Anfang meiner Trading-Zeit, 1999, 2000, als Aktien wirklich blind nach oben gekauft worden sind, gegen jede Vernunft. Ich selber auch, ganz außer Frage. Ich war mit einer der Größten, der diese Werte mitgekauft hat, ganz außer Frage. Aber auch, weil ich es nicht besser wusste. Ja, also auch das ist etwas, als dann tatsächlich die Rezession bei den einzelnen Unternehmen kam und das Ganze dann auch an der Börse sich dann auch gezeigt hat, naja, dann war auch der Katzenjammer groß, sowohl bei mir als auch bei den vielen Kollegen, die mit mir damals angefangen haben zu traden, was vollkommen normal ist. Ja, und dann gibt es eben die Phase, wo der Markt dann wirklich an einem Tiefpunkt angekommen ist. Der ein oder andere kennt das vielleicht noch 2008, als wir die Finanzkrise hatten, wo dann alle alles schlecht geredet haben, die Märkte kommen nie wieder nach oben und. Da, wo die Profis dann langsam wieder anfangen einzusteigen, gerade wenn man langfristig unterwegs ist, das ist dann eigentlich auch eine gute Phase für uns, langfristige Investments zu machen. Fürs Trading ist es dann nicht immer ganz so einfach, aber das kann man halt sehr gut auch rausfiltern. So, wie startet man jetzt am besten mit einem Screening-Prozess? Also wichtig ist zu schauen, welches Trendverhalten möchte ich eigentlich haben? Also was muss ein Wert, ein Devisenpaar, ein Index, eine Aktie für ein Bild haben, damit ich dieses auch handeln möchte? So, und das müssen wir halt einfach festlegen und dann können wir daran die Parameter festmachen.
befindet sich der Markt in einer Bewegung und in einer Korrektur. Das ist ja auch für uns wichtig, wann will ich denn überhaupt einsteigen? Jetzt kommen wir zum Thema Handelssetup. Auch das ist ja wichtig, wann will ich denn überhaupt was traden? Wann macht es Sinn, wirklich Bewegungen zu traden, starke Ausbrüche zu traden und wann ist es besser, aus der Korrektur heraus zu handeln? Und was für mich der allerwichtigste Punkt immer ist, wenn ich etwas habe, ist der Markt oder die Aktie, die ich habe, wirklich dynamisch unterwegs, und das heißt, macht sehr schnell neue Hochs oder sehr schnell neue Tiefs und verletzt nicht seinen letzten Tiefpunkt oder Hochpunkt, also diesen sogenannten Punkt 3 in der Markttechnik, sodass ich hier gefahrlos Trades eingehen kann. Ja, das sind also die vielen Dinge, die für mich im Trading wichtig sind. In den Agena Trader brauchen wir jetzt nicht nochmal zurück, da waren wir ja gerade schon. Also das ist wirklich so Sachen, auf die ich halt achte. Kommen jetzt auch gleich noch zu den Fragen, sind ja noch einige Fragen da. Ich denke, der Nelson wird sicherlich die ein oder andere gleich noch raussuchen. Für alle die, die Interesse auch an dem Screening haben, wir hatten ja im Juni einen Workshop auch gehabt, der ein oder andere war, glaube ich, auch dabei. Ich habe es gerade schon in der Teilnehmerliste gesehen, professionelles Screening ging 2 Tage. Dazu gibt es zwischenzeitlich auch eine DVD, professionelles Aktien-Screening, ist eine Zusammenfassung der beiden Workshop-Tage, wie man, wenn man den Agena-Trader hat, seinen Arbeitsplatz gestalten kann, Instrumentenliste, Action-Bars anlegt, also alles, was wichtig ist, alle Konditionen, die ich auch in meinem Trading verwende, um dann dieses Screening-Ergebnis zu bekommen, wie ich das auch habe, ist also alles hier zusammen. Es ist kein Add-on, also es ist keine geschlossene Sache, sondern es kann jeder auch individuell anpassen für sich. Ich glaube, das ist eines der größten Dinge überhaupt, dass jeder es wirklich individuell anpassen kann an seine Sachen, und das ist hier möglich. Wie gesagt, in der DVD ist all diese Sachen zusammen. Es gibt ein komplettes Handout über mehr als 100 Seiten, sowohl von Carsten Berger, mit dem ich das zusammen gemacht habe, das Ganze. Und im Nachgang gibt es auch noch alle 4 Wochen, wenn man das sich zugelegt hat, auch nochmal ein Frage- und Antwort-Webinar. Wenn man nochmal Fragen zum Agena-Trader hat oder zu den Einstellungen, kann man das hier auch noch lösen. So, das zum Schluss hier, ein klein bisschen Werbung, muss an dieser Stelle einmal erlaubt sein. Wer Interesse daran hat, das Ganze gibt es jetzt seit 2, 3 Wochen, Einführungspreis zurzeit 480 Euro. Wenn ihr es haben möchtet, schaut einfach mal auf meiner Website vorbei, www.lüdemann-coaching.de. Und nun zu allen Fragen, die noch da sind. Genau, sind ja wieder einige Fragen jetzt natürlich in den Chat reingekommen. Ich denke mal, du kannst die Fragen aussehen. Nichtsdestotrotz ist zum Beispiel auch eine Frage, wie man diese Sondersituation screenen kann. Also ich gehe mal davon aus, zum Beispiel Gaps, ja, wenn das nachrichtenbedingt sind. Ja, also Gaps kann man relativ einfach rausfinden, gibt es 2 Möglichkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Agena-Trader hat, kann ich auf jeden Fall die Trader Workstation eben von CapTrader empfehlen, weil auch da hat man die Möglichkeit, Selektionen zu fahren, auch Screenings zu machen, und dort kann man zum Beispiel einstellen, wie eine bestimmte prozentuale Veränderung zum Schlusskurs des Vortages, und schon hat man die Gaps herausgefunden. Man kann es sich auch vorbörslich anzeigen lassen, also das geht relativ einfach, geht auch mit dem Agena-Trader, wenn man den hat, dann ist es natürlich noch ein kleines bisschen komfortabler, aber ich finde, ich habe es 15 Jahre mit der TWS gemacht, funktioniert super. Sehr gut. Da war eine Frage, ob das Jahreshoch, ob das auch zu deinem Screening dazugehört. Aber hat man ja vorhin gesehen. Ja, es gehört ganz klar mit zu meinem Screening, zumindest in Phasen, in denen wir uns im Moment befinden. Sprich, wir sind ja im Nasdaq auch am Jahreshoch, und dann macht es natürlich durchaus Sinn, auch diese Aktien auf dem Plan zu haben, weil Stärke erzeugt halt sehr häufig Stärke, und das sehen wir auch in Aktien wie zum Beispiel die Amazon-Aktie, oder wir hatten vor 14 Tagen einen Teilnehmer zum Beispiel im Workshop gehabt, der hat mir sofort 3 Tage später geschrieben, er ist in Nvidia drin, die auch jeden Tag neue Jahreshoch macht. Also es macht durchaus Sinn, sowas auf dem Plan zu haben. Sehr gut. Dann eine Frage, ob du auch in kleineren Zeiteinheiten screens, also unterhalb des Tagescharts. Ja, natürlich screene ich auch unterhalb. Man muss halt eins für sich immer klar haben. Das, was doch auf dem Tageschart gut aussieht oder auch im Stundenchart sehr stark läuft, also egal ob jetzt Long oder Short, macht ja auch Intraday Sinn. Also ich habe ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eine Aktie aus dem deutschen Markt, weil es da einfacher ist, weil man da die Aktien kennt, in zum Beispiel eine Deutsche Bank oder eine E.ON-Aktie.
Die kann man natürlich auch super intraday handeln. Ich meine, die Deutsche Bank hat vor 3 Tagen eine Bewegung vom Tief bis zum Hoch von über 10% gehabt. Das ist natürlich perfekt für den Intraday-Handel. Da ist es sogar schwieriger, so eine Aktie an dem Tag auf Tag oder Stunde zu handeln. Das ist dann eigentlich das Ideale, wenn man das Ganze dann intraday betreibt. Nächste Frage ist, ob du auch die Aktien aus dem DAX handeln würdest, wenn der DAX selber sich im Seitwärtsphase sich befindet. Aber besonders macht sich aus dem die Ausgang im Rahmen der Webinare mit euch immer wieder vorgestellt habe, weil ich da jetzt seit 1. Oktober letzten Jahres drin bin in der Aktie, schon bei kleinen Kunden, Großtraden haben wir die Aktie drin gehabt. Da spielt für mich der Seitwärtsmarkt keine Rolle, weil es einfach zu viele Gründe gibt, in dieser Aktie drin zu sein und dann steige ich auch nicht aus. Mhm. Dann sind hier sehr viele Fragen bezüglich Aufzeichnung. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Dann auch bitte bei uns auf der Webseite oder auf der Webseite von Mario mal schauen. Dann hier noch ja, zu deinem 6-Phasen-Modell bezüglich Screen, ob dann Sonderpreis geben wird, Weihnachtsaktion etc. Aber wir haben ja gerade eine Sonderaktion oder Sonderpreis. Ja, also es wird zu Weihnachten keinen anderen Preis geben, weil anders als die anderen Webinare, die wir gemacht haben, ist das hier wirklich ein Seminar gewesen, was wir auch aufgezeichnet haben, wo auch ein Kameramann mit dabei gewesen ist und. Es war ein riesiger Aufwand, den wir hier betrieben haben und auch von der Kostenseite her ein ganz anderes Ding ist, als wenn man, wie das, was wir gemacht haben, hier zum Beispiel erfolgreich CFDs handeln, wo wir einfach ein Webinar aufzeichnen mussten. Deswegen wird es das hier nicht geben. Dann eine Frage, ob du morgen eine Position eröffnen würdest, obwohl am Freitag die NFPs kommen. Prinzipiell macht mir das überhaupt nichts aus, wenn ich jetzt auf Tagesbasis traden würde. Wenn ich einen Trade also sehe, der auf Tagesbasis interessant ist, dann wird das sowieso automatisch passieren, weil ich einfach schaue, was ist da. Intraday ist was ganz anderes. Dann wird es aber auch für morgen kein Problem darstellen, weil ja morgen erst der Donnerstag ist. Und Intraday-Trades würde ich ja im Regelfall auch am gleichen Tag wieder schließen. Würde dann aber am Freitagmorgen nicht unbedingt Intraday auf Minutenbasis einen Trade in Aktie XY machen, mit der Idee, die über die 14.30 Uhr zu ziehen. Abgesehen davon, dass ich morgen und übermorgen nicht handeln kann, weil ich morgen zu einer Weiterbildung nach Köln fahre wieder. Aber prinzipiell, ja, also weil diese wichtigen Daten kommen halt jede Woche. Da machen wir uns nichts vor. Und je nachdem, in welchem Markt wir sind, die Devisentrader haben da ja jeden Tag mit zu tun, mit diesen Zahlen. Intraday ist es ein Kreuz für viele Trader. Für Trader, die auf Tagesbasis agieren, überhaupt nicht, weil unsere Stops sind einfach viel größer. Und da macht es nichts, wenn der Markt mal einfach mal so 30, 40, 50 Punkte hin und her springt. Dann vielleicht abschließende Frage, auch noch ein bisschen ganz kurz Praxis, wie du die Adidas-Aktie gescreent hast und was dann letztendlich da deine Entscheidung war, vielleicht als Abschluss. Mhm. Also haben wir den ersten Trade in Adidas gemacht, so vor ziemlich genau einem Jahr. Vor einem Jahr haben wir, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, also vor einem Jahr haben wir die Idee, oder hatte ich die Idee gehabt, neben einem ganz normalen Webinar, was ich ja in verschiedenen Bereichen mache, auch das Ganze noch mit einem Konto zu hinterlegen. Das heißt, wir haben wirklich dann gesagt, kleines Konto Großtraden, das war ein Vortrag aus den IB Days gewesen. Und da kam eben die Frage, kannst du nicht einfach mal über einen längeren Zeitraum auch zeigen, wie du handelst? Das haben wir dann gemacht über 4 Monate und der Einstieg war dann genau vor einem Jahr. Kann das auch hier einmal kurz, glaube ich, wir haben ja die Aktie da, ADS ist das. Na, war die falsche. Sorry. So, Adidas. So. Oktober letzten Jahres war hier gewesen, so um diesen Zeitpunkt, 30.09. Gehen wir mal nur bis dahin. Als die Entscheidung getroffen wurde, hier in den Trade zu gehen, das war jetzt noch 2 Tage später, müsste hier ungefähr gewesen sein, jawohl, da ist es gewesen,
sehen wir natürlich, dass wir aus markttechnischen Gesichtspunkten hier noch keinen so sauberen Aufwärtstrend haben, wie wir das vielleicht gerne sehen würden. Im Januar war es viel, viel einfacher, als wir dann die Position in unser Langfristportfolio aufgenommen haben. Aber hier für kleine Konten war dann die Entscheidung, wie sah denn der Markt, der DAX zu diesem Zeitpunkt aus? So, und der DAX sah natürlich viel, viel schlechter aus. Der befand sich nämlich tatsächlich genau an diesem Tag nur 3 Tage von seinen Tiefs entfernt. Das heißt, die Aktie war hier schon wesentlich stärker, hat hier schon über 12-13% mehr Performance gehabt als der Index, und das war damals die Entscheidung zu sagen, ich möchte in den deutschen Markt hinein. Es kommen ja noch wesentlich mehr Faktoren dazu im Trading als nur die Charttechnik oder die Markttechnik. Also ich hatte ja vorhin schon am Anfang gesagt, es gehören auch zur Handelsvorbereitung natürlich viele weitere Dinge. Eines der wichtigen Dinge, die man nicht außer Acht lassen sollte, sind Saisonalitäten im Trading. Der Herbst ist eigentlich häufig eine gute Zeit zum Einstieg, und wir haben es ja auch hier gesehen, wir haben hier in der Phase mit der Aktie sehr, sehr viel Performance machen können, und ich habe es ja vorhin auch schon einmal kurz aufgerufen, wenn man das sich das anschaut. Das war alleine von Januar bis jetzt, haben wir über 75% Performance gemacht, und wie gesagt, 1.10. war hier unten gewesen bei der 70, das wären 100% Performance. Ja, also das ist eben so der Punkt, und da kommen halt viele Punkte zusammen. Wir gehen in den Coachings und Workshops auch immer genau darauf ein, worauf man wirklich Wert legen muss und wieso die Saisonalitäten Einfluss auf unser Trading haben, wie man diese 2, 3 Faktoren zusammenbringen kann, um dann solche Trades zu finden, die ja auch in meinem Langfristportfolio gefahren werden, was ja auch offen liegt. Wir haben ja ein Coaching-Modul zu diesem Punkt. Ist ja auch, glaube ich, zwei Teilnehmer hier sind auch, glaube ich, bei mir mit drin, wenn ich es richtig gesehen habe, wo wir jeden Monat neue Trades eingehen, auch im Vorfeld immer schon sagen, welche Trades werden das sein, weil das macht wirklich Sinn, weil man hier doch eine recht gute Performance erzielen kann. Das heißt aber nicht, dass jeder Trade 75% bringt, so wie hier in der Adidas-Aktie. Also da muss man ja auch gleich alle wieder zurückholen. Die durchschnittliche Performance eines Langfristportfolios liegt auch eher bei 15% plus X. Wunderbar. Punktlandung, würde ich sagen, 19 Uhr. Mario, ich bedanke mich sehr für das Webinar heute. War wieder sehr informativ und lernreich. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Und sehr gerne. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen Teilnehmern für das Interesse und für Ihre Zeit. Ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie konnten vieles mitnehmen heute. Wünsche natürlich viel Erfolg weiterhin in Ihrem Trading und überlasse das letzte Wort dem Mario. Ja, ich bedanke mich natürlich auch für die vielen Teilnehmer, die wieder mit dabei sind. Ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn der Nelson mir schon 1, 2 Tage immer vorher schreibt, dass wir schon über 100 Anmeldungen haben und noch mehr. Ist für mich natürlich, macht es natürlich auch viel mehr Spaß, als wenn man jetzt so ein Webinar halten würde oder wenn nur 5 Leute, weil dann würde ich sagen, ja, es hat gar keinen Wert, es bringt ja weder für den einen noch für den anderen was. Also darüber freue ich mich auch immer sehr. Auch immer mal wieder ein neues Thema zu bringen. Also dieses Thema ist ja auch aus der Runde, im Prinzip aus dem Kundenkreis entstanden, die gesagt haben, Mensch, Screening ist so ein Ding, interessiert uns, und werden auch in Zukunft immer wieder schauen, dass wir Themen bekommen, die euch interessieren, damit wir auch hier wirklich einen Beitrag dazu leisten können, euer Trading einfach besser zu machen, profitabler zu machen, weil das ist ja das, woran wir alle Interesse haben, sowohl ihr als Teilnehmer als natürlich auch der Broker, denn nur Kunden, die kontinuierlich Gewinne machen, werden auch kontinuierlich handeln, logischerweise. Also von daher wünsche ich allen Teilnehmern einen schönen Abend, eine schöne Handelswoche noch. Wie gesagt, ich bin für diese Woche jetzt raus, weil ich morgen nach Köln fahre, und bin dann aber wieder ab Dienstag nächste Woche wieder aktiv im Handel, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Ab Dienstag bin ich wieder da, und dann geht es wieder normal los. Das war's von mir. Tschüss, wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Erfolg. Bis dahin. Ciao.